Was geht, Leute? Wir sind wieder zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft, immer noch mit dem guten Benny. Moin Moin. Den Redstone Gott, wie ich ihn auch manchmal nenne. Und ich davon einfach keine Ahnung habe. Für mich ist es einfach nur Magie. Weißt du, er zeigt, er ist wie so ein Mann aus der Zukunft, ich bin dann wie so ein Neandertaler. Ui. Er ist dann quasi der Mann, der quasi das Feuer erfunden hat. Ich bin Einstein. Ja, mit Redstone habe ich absolut keine Ahnung. Ich glaube, ich müsste mir dann, wenn ich dann ohne deine Hilfe was machen würde, müsste ich mir Videos angucken, aber. Ich weiß, der baut einfach mit einem Redstone-Block die Leitung und irgendwas klatscht dahin, Alter. Wo es ein Signal gibt, dann freut er sich wie so ein Keks, Alter, und dann macht er einfach alles falsch. Er verexplodiert sein Haus. Effizienz. Oder Minecraft stürzt ab, einfach durch so einen Fehler. Bruder, warum krieg ich bei Level 30 immer nur einzelne Verzauberungen? Was ist das? Du machst irgendwas falsch. Hast du irgendeine Fackel oder sowas bei dir im Tisch drin? Nö, nicht im. Nein. Oder auf dem Bücherregal? Nein. Ja, du machst trotzdem was falsch, weil du kannst nicht nur eine Verzauberung. Doch, habe ich schon voll aufgekriegt. Also ich krieg wohl. Ja, du kannst es. Was hast du jetzt bekommen? Ich habe jetzt auf der Diakel nur Effizienz 4 bekommen. Ja, das passiert halt mal. Belastend. Ich wollte aber Glück 3, war belastend. Weil das ist halt zufällig. Weißt du, ich habe einmal bis jetzt Glück 3 bekommen. Das ist auch eine Eisenhacke. Richtig scheiße. Ja, weil ich noch keine Dias hatte. Jetzt hast du Dias, ne, ich gebe dir trotzdem kein Ding. Belastend. Ich muss auch so viel aufnehmen, ey. Weil ich nehme jetzt ja gerade aktuell ja Minecraft auf und dann muss ich noch Fallout für die nächsten Tage aufnehmen. Dann muss ich noch Borderlands The Pre-Sequel weiter aufnehmen. Kam, glaube ich, heute auch die erste Folge. Weil ja die Beta zu Ende ist und Wolfenstein. Gucken, ob ich erstmal bei drei Spielen bleibe oder ob ich noch gucken, dass ich noch irgendwas Viertes aufnehme. Und da weiß ich noch nicht genau was. Was du alles aufnehmen willst, ne? Was denn? Meine Liste ist noch lang. Bald ausgelastet, Alter. Irgendwann so, ja, ich habe jetzt YouTube durch, ich habe alles noch Let's Play, was man spielen kann. Ja, und die nächste Verzauberung wäre jetzt wieder Effizienz 4. Ja, ist wahrscheinlich mehr Hypercard 3 oder vielleicht sogar Berührungskette 1 drauf. Oh Mann, ey. Jetzt brauche ich aber wieder 3 Level. Und ich kann nicht brennen, ich habe keine Kohle. Oh. Ich denke, ich gehe jetzt einfach durch irgendwelche Höhlen, gucken, ob ich da einen Spawner finde. Weil ich keine Glückshacker, sprach den Schieß meine Fresse. Ich habe keine Glückhacker, also drauf gekackt. Auf die ganzen Sachen. Ich gehe jetzt einfach nur in Höhlen gucken, dass ich einen Spawner finde. Ist ja schlimm, ey. Ist zwar dann nicht immer das Spannendste, wenn du EP-Farmen gehst, aber gut. Da muss ich noch Packeis besorgen. Ah, ich find's cool, dass du so Let's Plays machst, wo du oldschool bleibst, so wie es jeder früher gemacht hat. Was soll, ja, einerseits ja, aber andererseits kann ich auch nicht wirklich viel machen, quasi. Weil die PS4 hat ja nur begrenzte Möglichkeiten. Digga, ist der Block gerade absolut behindert, oder? Weiß ich nicht. Kann ich den ja nicht setzen. Also meine Treppe, die kann ich da nicht so hinsetzen, wie ich es will. Ah ja, jetzt geht's. So, gehen wir mal in die Mansion hier in der Richtung, gucken, was so geht. Eskimos Haus steht hier auch noch. Ey, da kommst du ja, ich seh dich in der Map, lol. Lol, ich hab noch, verdammt, ich hab nichts zu essen mitgenommen. Und wieder zurück. Kenn ich zu gut. Aber ich hoffe, ich finde gleich hier anfangen, irgendwie ein Höhlsystem und dann direkt mit Spawner oder so. Wäre optimal, ne? Ja. Ja, Spinnspawner, naja, Gewehr. Ja, ich sind halt zwei breit, nee, musst du ein bisschen kacke. Das ist immer kacke.
Zombie wäre angenehm. Zombie-Skelett-Beste. Ja. Ja, später halt auch noch, wenn wir die Ender-Dings haben, Ender-Farm, aber. Das dauert noch. Ja. Vor allem, deswegen geht mir voll auf den Sack, dass die ganzen Leute keine Zeit haben, ne? Dass man nicht einfach sagen kann, so, dann und dann den Tag um die Uhrzeit sind wir alle online, dann wird gezockt, aber nein, nicht mal das ist möglich. Weil ich muss ja arbeiten, dann habe ich keine Lust mehr hier. Und das ist Ja, eine. Bruder, bei mir ist es echt so, Alter. Ich schwör's dir. Aber trotzdem, Bei uns ist es auch ein bisschen. das ist teilweise in meinen Augen muschihaft, weißt du? Digga, das ist wie die Bruder, ganzen. aber das ist dann aber nur so, wenn du sagst, dass du dich danach richten willst. Mit dem Aufnehmen oder mit dabei sein und zocken. Echt zu dieser Geil, ich komme jetzt jeden Tag online. Und dann ist es nicht so. Ist halt scheiße, weil man sich eigentlich Oh. danach gerichtet hat. Ich Das richte mich ja nach nichts, deswegen ist es irrelevant für mich. Weil das Ding ist halt, ich finde es immer so geil, ich höre dann immer so Ausreden, wenn ich irgendwelche Spiele spiele, beziehungsweise da, wo du mit Pay to Win teilweise arbeiten kannst. Da hatte ich letztens das Thema bei Fallout 76, wo so ein Spieler gesagt hat: Ja, ich finde das aber okay mit dem Pay to Win. Ich so, warum? Ja, ich bin noch am Arbeiten, ich bin noch am Arbeiten. Nur kann ich das, was ich an Zeit, weil ich arbeite, noch wieder gut machen? Ich so, ja, wahrscheinlich. Das ist immer nur eine faule Ausrede. Zock doch einfach noch ein paar Stunden nach der Arbeit und gut ist. Mach ich doch auch. Alter, du kannst dir einfach in ein paar Minuten alles kaufen, was du willst, du fertig. Ja, das ist ja das Traurige. Weil die dann als Ausrede dafür nutzen, ja, ich gehe doch noch arbeiten. Ich habe doch weniger Zeit als andere Spieler. Ich muss das doch Vor allem das ausgleichen. Arbeiten, die gehen da noch nicht mal arbeiten, die wissen noch nicht mal, was richtig arbeiten bedeutet. Ja, manche gehen halt doch schon arbeiten, aber trotzdem, das ist immer so, ja, wahrscheinlich. Das rechtfertigt jetzt, dass du die Entwickler mit den Pay-to-Win unterstützt, oder was? Das lächerlich ist das. Oh, erstmal das Lama in ins Loch schubsen. Haha. Aber Eskimo hatte wohl ein paar kleine Höhlensysteme, aber die habe ich alle schon leer gelootet. Damit er nichts kriegt, aber der ist auch momentan nicht online, weil er nämlich in Knast ist, der Vollpfosten. Wer? Kollege. Ja, moin, warum? Na, weil er früher mit Roller ohne Führerschein gefahren ist und so dumm war, sich erwischen zu lassen und dann nicht zum Gerichtstermin er zu erscheinen und Sozialstunden nicht zu machen. Jetzt sitzt er halt. So ein Opfer, wie dumm Ja, muss man sein? ich sag doch nichts so. Weißt du, weißt du, schon eine Weile her, hat er in seiner WhatsApp-Story gehabt auf dem Montag, erstmal saufen, um 3:30 Uhr. Wo ich dann nur geschrieben, ja gut, wenn man so ein Vollassi ist wie du und keine Arbeit hat, dann kann man auch auf dem Montag billig Wodka saufen, kein Ding. Und er so, jo, wer hat Zeit, dies, das, ich so, ja, schon mal auf die Uhr geguckt, das ist in der Woche. Die Leute sind um diese Uhrzeit am Arbeiten, aber das kennst du ja nicht so. Das ist halt meine Meinung, Digga. Also, auf der Straße rumgammeln, sich mit irgendwelchen Leuten treffen, die es genauso beschissen sind, so, ja. Und sich dann beschweren und. Ach, ich sag da nichts. Der kennt nicht mal richtige Arbeit. Das letzte, was er gemacht hat, war irgendwie, keine Ahnung, Schausteller oder so. Irgendwie mit Autoscooter aufbauen, abbauen, bla. Ja, super. Nicht mal einen Arbeitsvertrag. Weil mich fuckt das halt ab, wenn sich Leute beschweren, dass das Leben so anstrengend ist, aber nicht mal arbeiten gehen, Alter. Okay, momentan ist bei mir auch nicht so viel los, arbeiten, weil wir momentan so wenig zu tun haben, weil halt Saisonende ist. Aber, Digga, im Sommer gehe ich 8 bis 10 Stunden, wenn nicht sogar manchmal 12 Stunden am Tag arbeiten. Weißt Machst du durch? du? Ne, ich penne, ich bin ja gerade auf Höhlentour, beziehungsweise Höhle suchen. Wegen Spawner, aber das ist schon voll weit weg, Alter, wo ich hier hänge, ey. Was ist los? So weit will ich dann auch nicht laufen. Weißt du, vor allem das Ding ist, er hat noch nie wirklich gearbeitet, hat noch nie einen Arbeitsvertrag oder so gehabt. Das Leben ist so scheiße und anstrengend.
Ja, mach doch mal was dagegen. Geh doch mal arbeiten. Hast du ein bisschen Kohle? Geht dir keiner auf den Sack bezüglich die Ämter etc. bla bla, weißt du? Aber das versteht er ja nicht. Verstehen viele nicht. Und wenn ich dann die ganzen Kiddies höre, Schule, kein Bock, voll Abfuck. Digga, ihr pümmelt da nur 4 bis 6 Stunden rum und habt noch Ferien. Das ist echt so. Digga, ich war, nachdem ich mein erstes Ausbildungsjahr fertig hatte, war, Digga, ich dachte mir nur so, oh, Digga, jetzt Ferien, 6 Wochen frei, Digga. Es wäre so geil, aber nein, ich muss arbeiten. Der so, oh, Bruder. Und dann noch einen auf dicke Hose machen und hier Markenklamotten, dies, das, ja. Woher habt ihr das? Von euren Eltern, weil ihr keine Einkommen habt. Na, Oh, muss ich finde man das, eh ich. arbeiten gehen. Ja, ich finde das so lächerlich, so, weißt du? Die nehmen sowas als selbstverständlich an, so, aber haben noch nie was in ihr Leben dafür getan und sonstiges. Nicht so. Oh, sowas regt mich auf. Die nehmen das als verständlich, aber tun es nicht mal wertschätzen, so. Bruder. Weil sobald du arbeiten gehst, siehst du das Geld, was du da rangeholt hast, mit ganz anderen Augen. Weil Echt so. ich hab mein Taschengeld auch immer für irgendeine Scheiße ausgegeben, so. Aber wenn du dann auf gewisse Beträge angewiesen bist, weil du Miete, dies, das bezahlen wirst, dann guckst du schon anders mit dem Geld, was du damit machst und so. Das ist das. Ah, ich habe keinen Eimer Wasser mitgenommen. Belasten und keine Werkbank. Oh, super Vorbereitung, ja. Evil Chicken ist bei mir. Oh nee. Chicken sind immer böse in Minecraft. Ja, sind die auch. Ja, aber das Ober-Evil Chicken ist auch tot, ist doch in irgendeiner Eigentlich Fall. schon, das hat Grog getötet, Ja, ja. hat auch einen Grabstein gehabt, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Aber wie hieß denn das? Hieß das Evil Chicken schon, Ja, es oder? hieß Evil Chicken, aber ja. Bestimmten Namen hat es nicht gekriegt, aber Evil Chicken, ja. Das kommt immer wieder zurück. Oh. Ich züchte die sogar teilweise und schlachte die nur ab. Besser ist es, wenn sie gefangen bleiben, sind sie sicher. Sobald es frei ist, dann läuft das böse. Was soll ich im Wasser holen? Kann ich einfach ganz entspannt. Krog hat ja Minecraft wieder gestreamt, gell? Der streamt immer noch mit Tobi. Tobi hat ja irgendwie Ja, Server. immer noch. Das ist richtig geil, Alter. Da hat er letztens auch wieder Ja. das Evil Chicken gefunden. Junge, wie er geschaut hat und es angeschaut hat, Alter. Das sah so geil aus. Ja, ich guck da ja Also, öfters rein. Krog ist einfach die größte Minecraft-Legende, die es gibt. Den kann man nicht Ja, vergessen. Meiner Meinung nach, also ich werde ihn nie vergessen, weil ich genau weiß, ich bin noch durch ihn auf Minecraft gestoßen. erstmal mit Wasser hier nach unten, man kennt ihn. Wenn man zu faul ist, sich runterzubauen. Es ist da. Ach du Scheiße. Okay, ich habe anscheinend ein etwas größeres Höhlensystem gefunden. Zumindest der erste Eindruck. Lässt drauf vermuten. Bruder, ich muss dir was schicken. Ja, ich guck gleich nach der Folge. Und ja, ich lasse konsequent Kohle mal liegen, weil ich hab kein Glück 3, lohnt sich nicht. Da bin ich zu stur. Aber Eisen, da geht ja kein Glück 3. Das nehme ich mit. Oh, ein Zombie in der Goldrüstung. Okay, beziehungsweise Gold. Panzer und Goldhelm, alles klar. Da muss ich ja den Weg auch noch ausbauen, wenn ich dann Richtung Spawner gehe. Weil ich habe keinen Bock durch Wälder und dies, das zu gehen. Ich glaube, ich mache einfach U-Bahn oder so. Mhm.
Okay, ich höre es röcheln, aber ich sehe keinen bemoosten Steinziegel. Aber ich finde das bei Tobi immer so witzig, es ist zwar sein Server, aber er hängt voll hinterher. Weil er, glaube ich, nicht allzu Wer ist viel am ab. weitesten? Ich würde so sagen, weil ich gucke ja meist immer nur bei Erik. Erik baut ja, also bei Gronkh, er baut ja immer nur so für sich so. Also, er ist mit am weitesten, aber die Mods, die haben auch schon voll viel gebaut. Die haben einen Dungeon gebaut, die haben riesen Magierturm gebaut mit Netherportal, die ist das drin, also die sind gut dabei. Und sie haben auf jeden Fall mehr gerissen als alles andere. Auf dem Server da. Hier und da benutzen sie auch mal TP-Rechte, beziehungsweise Dingesrechte halt, ne? Zum Beispiel beim Magierturm, da ging es halt nicht anders. Eine Seite war ja mit Wasser, andere mit Lava. Wo willst du die ganze Lava hernehmen, weißt du? Per Nether rein und raus. Ja, wahrscheinlich. Per, ja klar, Alter. Das dauert doch voll lange, oder nicht? Ja, und jetzt? Der hier röchelt das. Ich muss gleich mal graben, Alter. Finde ich immer noch besser, als wenn man sehr cheatet, wenn ich ehrlich bin. Weil dann weißt du auch, dass du was getan hast. Und was. Hast du den Turm schon mal gesehen? Nee. Ich Im glaube. Endeffekt ist so ein kleiner Buff, so ein Nee. Karo, Alter, und das war's. Oh, hier ist Kies. Oh, hier ist eine. Okay. Da ist Lava und eine Höhle, alles klar. Ja, moin, das ist ein großes Höhlensystem, alles klar. Ich bin mal kurz weg, ne? Ja, mach mal. Nein, Enderman, ich guck dich nicht an. Ich hab keinen Bock auf dich jetzt hier unten. Absolut nicht. So, erstmal ein bisschen Obsidian hier machen. So ein paar große Räume gefunden, auch mit Lava, aber Spawner technisch, naja, wo bin ich überhaupt auf der Map, Alter? Ah, ich gehe wieder Richtung meine Butze. Unterirdisch. Hätte ich Glück 3, würde ich ja Strip meinen, dann könnte ich ja da eventuell noch was finden, aber. Das ist eine größere Höhle und es ist voll belastet, dass ich nicht alles mitnehmen kann, weil ich kein Glück 3 habe. Wobei es doch bei mir im Berg, Alter, wo wir uns da lang gegraben haben, ja, 3 Spawner. Alles klar. Oder waren das 3 oder 2? Ich weiß nicht. 2, Tja, ne? ich hab so Blähungen, Alter. Ich muss das ganze übelst furzen. Haha. Wieder so eine Riesenhöhle, ne?
Ja, Moment, da ist ein Creeper. Aus der Richtung, in der ich gekommen bin. Wunderbar. Was geht, Bro? Ja, tschüss. Die sind immer so explosiv, ey. Ja, wow, Skelett, Alter, schießt mich ja nicht in die Lava. Du Hund. Was geht, Enderman? Lass mich in Ruhe. Aua. Skelett, aua. Aua. Jörg. Zählt das bei Enderman angucken, wenn man genau mit dem Fadenkreuz auf die ist, oder? Minimal nicht. Okay. Dann versuche ich Blickkontakt. Das ist ganz minimal nicht. Dann gehe ich. Dann tue ich einfach Blickkontakt vermeiden. Jetzt absolut kein Bock hier. Ja, moin, hier ist eine Riesenschlucht. Alles klar. Aua, ja, moin, ein Skelett, was unten steht. Der dreckige. Ich will kurz pennen gehen. Ja, warte, ich muss eben. Oder jetzt ist hier Erde, willst du mich eigentlich verarschen? Und Gold, ja moin. Oh. Wie man jetzt nicht mal mittlerweile nicht mehr auf dem Block steht, wenn man irgendwas abbaut nach unten hin. Voll angewöhnt, nachdem ich da mal verreckt bin auf der Map bei dir. Mit vollem Inventar, Dias, dies, das. Bist noch da oder was machst du? Jo, bin da. Achso. Ja genau, komm mal hier ins Wasser. Nein, komm ins Wasser. Och, Bruder. Wenn du im Wasser bist und keinen Bogen hast, aber das Skelett schimmelt. Digga. Nee, leck mich. Okay, wieso gibt's eigentlich Skelette nur mit Bogen? Es wäre doch cool, wenn es mal auch welche ohne Bögen gibt, ne? Oh. Nee, ich würde es lustig finden. Kann man die einfach auslachen, die Arschlöcher. Ja, komm ran da, du Hund. Ich komm noch nicht ins Wasser, da wo du Vorteil hast, sieh ich so aus. Oh Junge, er geht mir so auf den Sack, ne? Hurensohn. Stirb, sorry für den Kraftausdruck, aber geht nicht anders. Oh, wir haben nicht mal Sand. Wieso brauchst du Glas? Ich hab ein paar Stacks. Schön, komm vorbei, bring's mir vorbei. Nee, ich such grad Spawner, ich bin gerade unterwegs. Ist okay. Welcher Höhe bin ich denn hier? 24. Oh, ein bisschen Kohle nehme ich mal mit. Ich brauche neue Fackeln. Ich suche jetzt Sand. Ja, ich habe bei mir einfach eine Sandbank abgebaut. Nice. So, und Stack Fackeln mal fix machen.
Muss die Lava da jetzt gerade so sein? Ich sehe hier auch keinen bemoosten Kackdings. Ist doch belastend, dass man nichts Vernünftiges findet, ne? Das muss wieder direkt vor meiner Haustür sein, Digga. Die Folge ist auch gleich zu Ende, ich gehe mal wieder nach oben. Oh, hey, ändere mal, was geht? Hat er sich zu mir geportet in meine Richtung? Okay, ist auch nichts mehr Interessantes. Gut. Oh, das ist Zombie. Wo kommt er denn her? Ach, Bruder. Oh, ich habe ein Schneebiom gefunden. Das ist ja cool. Oh, und so ein Schiff. Schiffswrack. Hab ich auch gefunden. Okay. Habe ich mir da auch hier ein bisschen was mit so, damit sich noch einigermaßen lohnt. So. Ist auch eine Höhle über mir, lull. Achso, nee, lol, okay, krass. Da gehe ich gleich mal gucken. So, dann baue ich mich mal kurz ein, dass ich abmoderieren kann. Na gut, würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal, lasst ein Like da, teilt das Video, schaut in die Videobeschreibung, folgt mir auf Instagram, Twitter, Reddit und Co. Und macht's nicht gut, macht's besser. Ciao mit V.